Oder auch die extreme Liebe und ein extrem krankhafter Hang zum Materiellen. Das ist eine Krankheit des Herzens, das ist eine Krankheit der Seele. Aber diese Krankheit wird zu diversen Konflikten mit der Gesellschaft führen. Weil er zum Beispiel aufgrund dieses Hanges und der Neigung skrupellos sein wird in der Anhäufung von Vermögen, egal auf welche Art und Weise. Und egal wie und durch welche Wege. Wir beachten dann meistens die Endresultate und die Handlungen. Wir bewerten dann die Handlungen, er hat so und so gemacht. Aber die Frage, die viel wichtiger ist, was hat ihn dazu getrieben? Weil wir sehen ja auch, es gibt reiche Betrüger oder Diebe und Räuber, sind nicht immer die Armen. Beim Armen könnte man sagen, es war die Not, der Bedarf, die ihn dazu gebracht hat. Aber was bringt einen Reichen, einen Wohlhabenden, was bringt ihn zu derartigen Verhalten? Das ist dann nicht nur der Bedarf, es ist nicht nur die Not. Da ist irgendwas anderes in ihm nicht, da stimmt etwas nicht. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist ganz interessant. Und es ist realisiert, dass vielen Menschen ist Ruhm lieber als Vermögen. Oder? Menschen geben ihr Geld und ihr Leben aus für Ruhm. Richtig? Also der Ruhm, Ansehen, Macht ist etwas, was vielen Menschen lieber ist als das Vermögen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt aber diese zwei Faktoren, Ruhm und Vermögen. Er sagt: "Ma dhi'bani ja'i'an ursila fi ghanam bi afsada laha min hirs al-mar'i 'ala al-mali wal-jah." Er sagt: "Zwei Wölfe, die auf eine Herde von Schafen gehetzt werden, sind nicht schädlicher für sie, also für diese Herde, als die Gier des Menschen nach Vermögen und Ruhm, die Gier des Menschen, also für seine Religion, sind sie schädlicher." Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt dieses Beispiel, damit du dir ein Bild malst. Du sollst dir das visuell vorstellen. Der Mensch lernt nämlich visuell besser. Du sollst dir dieses Bild mal ausmalen. Zwei hungrige, wilde Wölfe werden gehetzt auf eine Herde von kleinen, wehrlosen Schäfchen. Was sie da anrichten, wie das Gemetzel aussehen wird, das kannst du dir ausmalen. Und ähnlich sagt er hier, oder er sagt, es ist sogar schlimmer, wenn die Wölfe der Gier und der Gier nach Vermögen und nach Ruhm auf den Menschen gehetzt werden. Was sie dann mit seiner Religion, mit seinem Geist und mit seiner Seele machen, ist verheerender.